Ja, nein, Fox Spider-Man. Ja, denkt, dass ich dazu aufspiele oder das Zeug. Mache ich noch ein paar Herausforderungen. Und habe auch die da gemacht. Oder verbessern. Und wie oft, irgendwie ein Mord, schaffst du es nicht, an diesen Punkt herzuziehen. Verlierst irgendwie 15 Sekunden, oder? Es zieht sich irgendwo her und kommt weiter. Und Sachen, die er sonst nie macht, die Upgrade sind. Wenn er landet, dass er wieder so abspringt. Ja. Also gibt es keine neuen Anzüge mehr, falls das die einzigen Herausforderungen bleiben, und das sieht so aus. Spiele ich das so durch. Man, das ist wirklich obernervig. Und dem hässlichen. Echt kein Bock mehr. Es passiert auch in den Kämpfen hin und wieder, dass nicht genau das passiert, was dich ist. Weil zu viel läuft und zu viele Sachen drumherum sind, das Spiel. Ich weiss, welcher Befehl eigentlich jetzt da gemacht wird. Aber das bei der Bombe, das nervt mich am Ende. Zum Glück hat Spider-Man sie erwischt. Dass es eben schnell muss gehen, nichts darf schief gehen. Und es war jedes Mal so bei der Bombe, dass wir an ihrer Bombe, dass ich nicht an den Punkt herkomme, weil er immer den falschen Punkt anvisiert. Oder dass einfach, wenn du den Block raufspringst, so, was schon immer geht, und dich noch mit X so noch raufziehen kannst, dass er irgendwie völlig komisch oben nicht. Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt. Vielleicht gibt es ja... Ja, ich kürze das ein bisschen ab. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist auch nicht der Burner. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Sniffs weg. AT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Schaut aus sehr repetitiv. Wow, ist das ein einfacher Code bis jetzt. Wie viel kann nicht mehr schief gehen. Einfach alle. Außer der Löscher. Oskorps modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Ich muss die richtige finden. Irgendwas? Nichts. Das ist wie in der Subway bei Stromausfall. Mist. Eine Sackgasse. Mein Cousin war in Grand Central. Schon wieder kritzt sie sich. Wie lange bleibt das hier gesperrt? Kann ich nicht sagen, Sir. Ziemlich gruselig. Wem sagt sie das? Nicht hier lang. Ab zu einer anderen Spur. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Ja. Komisch, dass mir die Spur verschwindet hier. Und dann mal hoch da. Ich dachte, es sind ein paar frustrierende Stellen in diesem Spiel. Mit
dass es schwierig wäre, aber... Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Zum Beispiel der Punkt bringst du mir fast nicht an. Ah, gedämpftes Licht. Irgendwo muss doch ein Lichtschalter sein. Da ist da eine eingesperrt. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie lange wohl schon? Setzt das nicht vor, wie immer. Da hat es vielleicht noch mehr. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Oh, Martin. Als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborne abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Was ist eigentlich mit Fisk? Kommt da nochmal vor? Oder ist der raus? Alles. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Das können wir doch nicht machen. Immer Sachen. Norman, egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Und findet man welche? Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst den Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft, aber Otto brauchte nur Tage.
Das ist das Gleiche, was triggert. Ja. Mac Gargan. Auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Die will etwas mit dem Wasser anstellen. Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Oder geschlafen. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Ja, da ist so ein bisschen wieder. Der erinnert extrem vom DC-Universum. Ist ein bisschen abgeschaut vom. Adrian. Welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Ist nicht leicht, so super Schurkenleben. Electro steht voll unter Strom. Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Das wird für uns schon anspruchsvoll. Max, ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Aber nimm mir das paar alte Batterien. Was ist das denn? Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Sag nicht, ich muss jetzt da den Punkt suchen. Bis mit Wasser. Maske versteckt. Ich finde nichts. UV-Licht? Ah. Nichts passiert. Wie kriege ich diese Lampe an? Ah!
Computer da nicht. So, das. Etwas funktioniert da nicht. Wechselt er im Moment nicht mehr automatisch den richtigen Schuss? Oder hat es geklappt? Nein. Wie geht's denn? Geht eine noch ab? Ab oder täuscht das hier vom Bild? Ist das nur das Spiegelbild im Boden? Oder hat es mir einfach nur den falschen Schuss ausgelesen? Geschafft. Ja, logisch. Holt's da ja automatisch, ne? Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oskorp gebrochen. Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oskorp. Und wohl auch auf Norman. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Elektro zerstört Oskorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls aus Korb. Muss ich dann untersuchen, ja. Ich sehe nicht mehr. Untersuche als Korpsversteck. Habe ich irgendetwas noch nicht gesehen? Ja. Ich sehe es, da ist noch eine Kiste. Icarus, das ist es. Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Okay. Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oskorps Teufelsatemlabor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn kein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten.
Das war beinahe herzerwärmend, Electro. Der Knast hat dir richtig gut getan. Hm? Ich weiß nicht, warum es mir hier immer die Mission abbrechen will. Und vor allem, wo die Transformatoren sind. Ich kann nichts machen. Das sind doch nicht Transformatoren da, oder? Die müssen schon irgendwo sein. Ist das der Transformator? Das Ding da, oder? Kommt da etwas raus? Da ist eine Hanne. Kommen wir nicht daher. Ah! Wie? Du bist dran! Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fehde endet heute, Insekt! Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Spider-Man! Ich muss dich vernichten! Super! Du hast meinen Witz kapiert! Damit versüßt du mir wirklich den Tag! Danke dafür! Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart! Weisheit der Erfahrung, eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar.
Weise. Übernimm du, Elektro. Kein Problem, Wie. Plan, wie ich das soll, gell? Ob es da noch eine. Was ich das soll machen? Ich weiß auch nicht, ob ich davor hätte müssen, irgendeine Rakete ablenken. Weiter neben Max! Wie immer! Oder ob ich auch noch her muss? Okay. Strom nicht. Das erste Mal habe ich einen Song. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Ich muss doch so, ich bin um zwei Tage sicher. Jetzt sind wir da wieder. Der Latzenbauch. Aber ich kann es wieder mal nicht kaputt machen. Ich muss mit Stromkohlen kaputt machen und er sich aufladen. Er hat keine Chance! Also am besten ihm hier ins Wasser. Ich will ja nicht unken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Jetzt Wasser geschlagen. Scheiße. Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft! Das hier ist ein letzter Walzer! Halt still! Nicht so schnell! Also du, wir haben ihm da. Oh, er hat glaube ich Kurzschluss. Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Das sind die ersten zwei DOS. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Sind wir die ersten zwei? Das sind noch Reno, der Scorpion, der Lee, natürlich der Octopus. Wie spät. Oh Mann. Wow, wieder 5000, das heisst, wir steigen wieder auf. Ich muss Yuri Bescheid sagen. Maximale Stufe. Yuri, Malcha und Elektro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und dein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Malcha und Elektro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du
gehst dir wohl Skorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Wir gehen mal schnell die Fertigkeiten. Das ist nämlich, gibt sicher auch noch ein Achievement. Alles auf 100%. Sieht gut an. Nicht? Dann erwartet, dass es auch noch etwas gibt. Dass da der Anzug wenigstens freigestellt wird. Einmal, wir haben eine bekommen. Aber der Anzug ist nicht off. Ah, die muss ich auch noch machen. Ja, nein, das Fotolocations, wobei wir testen das schnell mal, ob das Herausforderungspunkte. Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer Pause zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Miles. Grüß May von mir. Und passt auf. Was mit dir? Ein Sable-Beobachtungsposten weniger. Macht das Leben einfacher. Wie finde ich jetzt die Foto... Fotopunkte? Ist auf der Karte nicht. Die haben wir doch drauf, oder? Okay, Fotoapparat erscheint. Testen das mal. Ja. Das nimmt mir jetzt wirklich Wunder. Lass die Kerle außer Gefecht setzen, bevor es Verletzte gibt. Nee, kaputt. Hunderte entlaufene Psychos in der Stadt. Manche fliegen. Und die Jetpack-Kerle jagen mich? Da soll ein Fotopunkt sein. Aber wer weiß, was da damit gemeint ist. Ob ich da muss stehen, für das Foto zu machen, oder ob das Foto da ist, wo... Der Punkt ist, ob ich muss fotografieren, oder von da aus finde ich das Foto. Was ist gemeint? Die nervt mich. Ich muss mal mehr Ruhe. Verborgenes Foto. Aber ich werde jetzt mal von allen Seiten verfolgt. Ah, da ist irgendeine Mission abgeschlossen worden.
Was ist gemeint mit dem Fotopunkt? Steht das jemand? Der neue Überschwung nervt da. Den hätte ich nicht abgelegt. Ist die Wohnung? Okay, also hier, von hier aus. Ich weiß nicht, ob es grün wird, wenn ich es sehe, das Foto. Jetzt jagen sie mich im Fall die ganze Zeit. Das nervt jetzt habe ich irgendwelche Kopfgeldjäger am Hals. Das Spiel hat gerade auch nicht viel erklärt, was mit dem Fotopunkt gemeint ist. Ich hoffe, er bleibt eingetragen. Nein, bleibt er nicht. Das Herausforderungsmarken wirken. Verstoß gegen Kriegsrecht Status 237. Haben illegale zivile Versammlungsverschlagen. Erbitten weitere Anweisungen. Tut mir leid, Spider-Notfall. Ziel nicht in der Mitte. Welches Ziel? Ah? Was meint er? Toll! Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Geht jetzt das? Ein Punkt? Nee.